Power BI oder Tableau? Welche dieser Lösungen eignen sich besser? Um diese Frage zu beantworten, sind nun mehrere Aspekte zu beachten. Um einen ersten Einblick in die Unterschiede und Stärken dieser beiden Werkzeuge zu geben, haben wir in diesem Video folgende Aspekte wie die Datenanbindung sowie die Datenanalyse und Visualisierung hin zur Verteilung sowie auch dem Lizenzmodell dieser beiden Anbieter verglichen. Wenn euch dieses Video gefällt, freue ich mich sehr, wenn ihr meinen Kanal abonniert und mir ein Like hinterlässt. Und nun ganz viel Spaß mit diesem Video. Sehen wir uns nun die Datenanbindung und Aufbereitung dieser beiden Werkzeuge näher an. Beginnen wir mit Power BI. In Power BI erfolgt die Modellierung und Transformation von Daten mittels Power Query oder auch innerhalb der Oberfläche von Power BI. Datentabellen aus verschiedenen Quellen können in Power BI einfach bearbeitet, verknüpft und erweitert werden. Durch die visuelle Unterstützung ist es im Vergleich zu Tableau relativ einfach, auch komplexere Datenmodelle umzusetzen. Power BI ermöglicht des Weiteren auch die Erstellung von Entity-Relationship-Modellen mit verschiedenen Kardinalitäten. Hierzu sei genannt der Vorteil, dass Datenanalysestrukturen hier direkt übernommen werden können, welche dann mit Tabellen aus anderen Datenquellen angereichert werden können. Sehen wir uns nun diese Kategorie bei Tableau näher an. Tableau stellt innerhalb von Tableau Desktop ebenfalls die Möglichkeit, bereits eine Vielzahl von Datenquellen anzubinden und miteinander zu verbinden. Mit dem Tableau Prep steht Anwendern ein Werkzeug zur Verfügung, mit dem Daten für die Analyse kombiniert, formatiert und aufbereitet werden können. Tableau hat auch erkannt, die Abbildung von mehrdimensionalen Strukturen zu vereinfachen. In Tableau Desktop als auch in Tableau Prep können Datenquellen miteinander verknüpft werden. Hier sei erwähnt, dass Tableau ermöglicht auch die Verknüpfungen zwischen Tabellen in der gleichen Datenbank sowie zwischen Tabellen in unterschiedlichen Datenquellen. Weiterhin existiert in Tableau die Option der Datenverschmelzung, auch Data Blending genannt. Um was handelt es sich hierbei? Die Datenverschmelzung ist dann vorteilhaft, wenn die Daten in den verwendeten Datenquellen einen unterschiedlichen Granularität aufweisen. Gegenwärtig wird aus allen verknüpften Datenquellen in Tableau eine flache Tabelle erzeugt, welche dann die Ausgangsbasis für anschließende Datenanalyse und Visualisierungen darstellt. Ideal sind deshalb für Tableau jene Datenquellen, die bereits selbst eine relationale Struktur aufweisen, denn dadurch wird die Arbeit mit Tableau wesentlich erleichtert. Ziehen wir ein erstes Fazit. Im Vergleich Power BI versus Tableau scheint Power BI im Bereich der Datenmodellierung derzeit weiterhin die Nase vorn zu haben. Insbesondere Anwender, die es gewohnt sind, in Datenmodellen zu denken und wissen, wie man ein Sternschema modelliert, während dies bei Microsoft Power BI zu schätzen wissen. Aus diesem Grund gebe ich Power BI einen Pluspunkt. Kommen wir nun zur nächsten Kategorie. Vergleich von Analyse und Visualisierung. Im Bereich der Datenvisualisierung erkennt man schnell, dass beide Anbieter sehr unterschiedliche Ansätze verfolgen, die sie auch in der Art und Weise, wie Daten analysiert werden, bemerkbar machen. Beginnen wir mit Power BI. In Power BI werden die einzelnen Visualisierungen direkt auf den Arbeitsblättern platziert und ähnlich wie in Microsoft PowerPoint
angeordnet. Dementsprechend findet man in Power BI bekannte Funktionen, wie die Anordnung von Visualisierungen am Raster oder die Gruppierung von Elementen. Auf den einzelnen Arbeitsblättern entstehen so verschiedene Berichte, denen zusätzliche Funktionen wie Filter oder Drill-Through hinzugefügt werden können. Ein Unterschied von Power BI im Vergleich zu Tableau ist der Microsoft Marketplace. Hier findet man zusätzliche Visualisierungen, die zum Teil kostenlos oder gegen eine kleine Gebühr angeboten werden. Kommen wir nun zu Tableau. Legt man als Anwender den Fokus auf die Analyse von Daten, bemerkt man schnell, dass bei Tableau im Vergleich zu Power BI der Aspekt der Datenanalyse viel stärker im Vordergrund steht. Das erklärt auch die Tatsache, dass man bei Tableau nicht mit der Erstellung eines Dashboards beginnt, sondern auf den jeweiligen Worksheets zunächst einzelne Visualisierungen platziert. Diese Visualisierungen lassen sich durch Drag-and-Drop-Funktionalität sehr einfach und schnell zerlegen, um Daten zu erkunden und Analyseideen auszuprobieren. Auf diesem Weg gelangt man recht schnell zu ersten Erkenntnissen, die dann den Anstoß für weitere Visualisierungen geben können. Insgesamt erscheint die optische Darstellung der Visualisierungen in Tableau sehr modern und ansprechend. Besonders einfach ist es für ungeübte Anwender mittels der Funktion Show Me Visualisierungen zu erstellen oder schnell zwischen einzelnen Visualisierungen zu wechseln. In Show Me sind bereits Best Practices der Visualisierungen integriert, die sich so sehr einfach nutzen lassen. Dashboards werden in Tableau durch die Zusammenfassung und Anordnung mehrerer Arbeitsblätter erstellt. Einzelne Visualisierungen können dabei Bestandteil von mehreren Dashboards sein, sodass diese nur einmal erstellt und bei Bedarf angepasst werden müssen. Die Gestaltung von Dashboards erfolgt in Tableau relativ flexibel und es existieren eine Vielzahl von Funktionen zur individuellen Gestaltung. Jedoch könnte die Formatierung insgesamt aber einfacher gestaltet sein. Eine Besonderheit bei Tableau ist die Story-Option. In Tableau können Arbeitsblätter und Dashboards als einzelne Bestandteile zu einer Story kombiniert werden. Eine Story ist im Grunde die Aufbereitung einer Analyse als geführte Geschichte. Ähnlich einer Präsentation in PowerPoint stellt eine Story eine vorbereitete Anordnung von Informationen dar. Mit dem Unterschied, dass die Visualisierungen und Dashboards ihre volle Funktionalität behalten. So lassen sich im Rahmen der Präsentation einer Story aufkommende Fragen aus dem Publikumsgeist durch die Interaktion mit den Daten beantworten. Ergänzend bietet Tableau ebenso wie Power BI die Möglichkeit eines Exports nach PowerPoint an. Welchen der beiden Anbieter man im Bereich der Datenanalyse und Visualisierungen den Vorzug nun geben soll, lässt sich in diesem Fall nicht ganz klar beantworten. Hier spielt neben individuellen Vorlieben vor allem der Fokus auf Datenanalyse oder Datenvisualisierungen eine Rolle. Liegt der Schwerpunkt auf der Datenanalyse, kann Tableau seine Stärken besser als Power BI ausspielen. Insgesamt können sich beide Tools so durchaus ergänzen und gemeinsam in Unternehmen eingesetzt werden. Aus diesem Grund gebe ich beide Tools einen Pluspunkt und sind auf dieser Stufe sehr gut ausgerüstet. Kommen wir nun zur nächsten Kategorie.
Die Verteilung von Reports und Dashboards. Sobald mittels Power BI Desktop das Datenmodell und die Berichte erstellt wurden, können diese auf dem Power BI Service in der Cloud oder dem Power BI Berichtserver veröffentlicht werden. Anwender, denen die Berichte Power BI Service freigegeben werden sollen, benötigen dafür eine Power BI Pro Lizenz. Zusätzlich gibt es mit Power BI Mobile eine App, die ebenfalls die Verbindung zu Reports und Dashboards ermöglicht. Dashboards sind eine Funktion, die aber nur im Power BI Dienst existiert und so nicht im Power BI Desktop verfügbar ist. Anwender können sich online eigene Dashboards erstellen und für andere bereitstellen, indem Kacheln aus verschiedenen Berichten an ein Dashboard ganz einfach angeheftet und miteinander kombiniert werden. Sehen wir uns das nun bei Tableau an. Mit Tableau können Anwender ebenfalls Visualisierungen, Dashboards, Stories sowie Datenquellen für andere berechtigte Anwender bereitstellen, indem diese mit dem Tableau Desktop auf dem Tableau Server veröffentlicht werden. Die Funktionen, die online bereitstehen, sind zwar im Vergleich zu Tableau Desktop eingeschränkt, bieten jedoch bereits umfangreiche Analysemöglichkeiten an, sofern man ausschließlich mit den bereitgestellten Datenquellen arbeiten möchte. Ergänzend existiert mit Tableau Mobile eine App, mit der Anwender von Mobilgeräten auf Tableau Server zugreifen können. Neben der Bereitstellung über den Tableau Server können Tableau Arbeitsmappen als Tableau Workbook inklusive Datenextrakt abgespeichert werden. Diese Datei kann an Anwender weitergegeben werden, die mindestens über den kostenfreien Tableau Reader verfügen. Der Tableau Reader ist eine kostenlose Desktop-Anwendung, mit der Tableau Arbeitsmappen eben geöffnet werden können. Die große Frage, Bereitstellung on-premise oder in der Cloud? Sowohl Power BI als auch Tableau stellen verschiedene Möglichkeiten bereit, Daten mit anderen Anwendern zu teilen. Beide verfügen zudem über ein umfangreiches Rechtemanagement, um den Zugriff auf Daten wirksam einzuschränken und zu kontrollieren. Viele wichtige Funktionen betreffend Nutzerverwaltung und Bereitstellung findet man in beide Tools. Aus diesem Grund habe ich mich entschieden, beide ein Pluspunkt für diese Kategorie zu geben. Kommen wir nun zur letzten Kategorie, die Lizenzkosten. Mit Power BI Desktop, Pro und Premium bietet Microsoft verschiedene Lizenztypen auf Basis eines Abonnements an. Power BI Desktop ermöglicht einen einfachen Einstieg, da diese Version für den einzelnen User kostenfrei als Download angeboten werden. Im Hinblick auf die Laufzeit gibt es keine Beschränkung, sodass der Einstieg in die Arbeit mit Power BI einfach und kompliziert möglich ist. Power BI Pro bietet im Vergleich zu Power BI Desktop jedoch zusätzliche Funktionen wie die Zusammenarbeit, Veröffentlichung und Unterstützung für große Datenvolumen an. Power BI Pro kann 60 Tage kostenlos getestet werden und kostet danach 8,40 Euro pro Nutzer und Monat. Für Unternehmen, die bereits Office 365 E5 lizenziert sind, verfügen bereits über Power BI Pro. Das Power BI Premium erweitert nochmals den Funktionsumfang von Power BI Pro und wird
kapazitätsbasierend lizenziert. Sehen wir uns nun die Lizenzierung bei Tableau an. Tableau bietet seine Lösungen ebenfalls als Abonnement-Subscription-Basis an. Die Lizenzierung der verschiedenen Lizenztypen, dabei ist zu verstehen der Tableau Creator, der Tableau Explorer und der Tableau Viewer, erfolgt ähnlich wie bei Microsoft pro Benutzer und Monat. Tableau Creator enthält die gesamte Funktionalität zur Datenanalyse und Visualisierung und ist am ehesten mit Power BI Pro zu vergleichen. Der Preis für den Tableau Creator liegt bei 70 US-Dollar pro Nutzer und im Monat. Der Tableau Explorer ist für jene Anwender geeignet, die Zugriff auf den Tableau Server benötigen und dort mit Berichten interagieren und diese erweitern möchten. Zur Lizenzierung des Tableau Explorers ist eine Mindestabnahme von 5 Lizenzen notwendig. Der Preis für den Tableau Explorer liegt bei 35 US-Dollar pro Benutzer und Monat. Sobald die Nutzeranzahl im Unternehmen jedoch steigt, von denen aber eine Vielzahl als reine Berichtsempfänger einzuordnen sind, bietet sich die Lizenzierung des Tableau Viewer mit einer Mindestabnahme von 100 Lizenzen ab. Im Vergleich Power BI mit Tableau spricht viel für Power BI, wenn Aspekte wie niedrige Einführungskosten, Reporting und Datenaufbereitung im Vordergrund stehen. Und so kommen wir auch schon zum Fazit. Die Lizenzierung sehe ich insbesondere bei der kostenlosen Nutzung von Power BI Desktop einen Vorteil und der Tatsache, dass erfahrene Excel-Anwender mit Power Query bereits ein wichtiges Werkzeug der Datenaufbereitung aus Excel wiedererkennen können. Erleichtert natürlich dem Microsoft den Einstieg in seine Lösung. Liegen die Anforderungen stärker auf der eigentlichen Datenanalyse, Kartendarstellungen oder soll der Server nicht in der Cloud liegen, kann Tableau seine Stärken und Vorzüge sehr gut ausspielen. Vergleicht man nun die Lizenzkosten der beiden Lösungsanbieter, dann ist Power BI in der Regel zumindest anfangs die günstige Option und je nach Einsatzszenario, zum Beispiel in der Cloud oder On-Premise oder Embedded Analytics, muss es allerdings detaillierter betrachtet und im Einzelfall beurteilt werden. Nun sind wir schon am Ende unseres Videos und ich hoffe, ich konnte euch die Vor- und Nachteile von Power BI und Tableau gut erklären. Falls ihr Fragen dazu habt, hinterlasst mir einfach einen Kommentar und ich freue mich sehr, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Tschüss und bis bald.